Na jo, geht schon. Ja. Sieht man auch die ganze Zeit beim Gespräch. Diese netten Damen hier. Ah, und. Ja, okay, das können wir später machen. Ist noch genug Zeit dafür. Ja, ich gehe direkt rein. Privatraum ist verschlossen, natürlich. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Ich suche nach Archangel. Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht? Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn Sie draufgehen, bekommen Ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen Sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören Sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Warum Archangel? Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hat ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber klingt gut. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vorcha aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Oder auch nicht. Ich meine, ich als Shepard werde ich auf jeden Fall ihn retten. Einsatz. Ja, Einsatzort. Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Okay, dann bin ich bereit. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Archangel auch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt. Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Oh. Ich bin einfach zu sozial. Plus 7 Vorbild. Yay. Aber ein bisschen abtrünniger möchte ich schon auch machen, weil da einfach die Antworten, die finde ich irgendwie besser, wenn man abtrünnigen Antworten, finde ich eigentlich, ja, besser. Wie gesagt, wo sind denn jetzt die anderen hin? Oh, da hinten. Okay, ich überlege gerade auch, ob ich einfach immer wenn möglich abtrünniger nehme. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Ja. Einfach weil es. Ja, keine Ahnung warum, aber einfach so. Mit Miranda reden. Können wir eigentlich machen. Omega, was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zehenspitzen. Ich war früher schon mal geschäftlich hier. Danach braucht man außer der normalen Dekontamination noch zusätzlich eine lange Dusche. Okay, anscheinend habe ich Mundgeruch oder sowas, weil sie mir aus dem Weg geht. Und vielleicht habe ich auch irgendwie einen konfusen Blick. Ja, oder sie hat einfach Angst vor mir. So. Ja, ich würde sagen, erstmal speichern. Nein, einen neuen Spielstand erstellen. So, und
Dann auf zu Archangel, das Transportdepot. So kann man auch nur die Minimap einblenden, wenn man einfach M hält. Auch wenn ich es eigentlich irgendwie umständlich finde. Okay, da ist Norden. Geht's auch so? Nee, so geht's nicht. Okay, ich habe es jetzt nochmal mit Shift probiert, aber ich würde sagen einfach mal zu Archangel. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ja, gehen wir. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Also irgendwie mag ich die Typen nicht. Die sind irgendwie so... Ja, die müssen einen immer rumkommandieren. Das mache ich eigentlich lieber selbst. Irgendwie einen anderen rumkommandieren, das ist eher so mein Ding. Natürlich, wir haben auch nur die zwei, die wir jetzt mitnehmen können. Wen auch sonst? Jacob, Miranda, Waffen haben wir jetzt glaube ich nicht. Nein. Gut. Höchste Zeit, dass sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man ihnen gesagt, gegen wen es geht? Ja, ich weiß genug. Sagen Sie uns einfach, wo wir hingehen sollen. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Ja, ich bin ein Angeber. Bisschen offensichtlich, aber warum nicht? Ich komme schon hin. Zeigen Sie mir nur, wo die Brücke ist. Ihre Einstellung gefällt mir. Aber wir haben schon einen Plan am Laufen. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt für mich nach einem Selbstmordkommando. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann's losgeht. Ja, warum nicht ins Infiltrationsteam? Wo ist das Infiltrationsteam jetzt? Am anderen Ende der Brücke, in der Nähe seines Verstecks. Aber Sie können nicht weiter, ohne gesehen zu werden. Wie sind Sie denn so nah rangekommen, ohne gesehen zu werden? Mehr Ablenkung. Tarek hat einen Jäger eingesetzt, um Archangel zu beschäftigen. Ein paar Männer haben es bis in sein Versteck geschafft, bevor er den Jäger runtergeholt hat. Aber die sitzen jetzt dort fest. Wir müssen dafür sorgen, dass Archangel sich nur auf die Brücke konzentriert, damit er sie nicht findet und ausradiert. Was wissen Sie über Archangel? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um die Logistik. Tarek und die anderen Söldnerbosse haben schon eine ganze Weile mit ihm zu tun. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn Sie nicht gerade begeistert davon sind, mit einem Freischaffenden zu reden. Ja, tschüss. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Nun, wir haben vielleicht einen Weg rein. Wobei das Rauskommen eigentlich viel interessanter ist. Naja, wird schon gehen. Wir sollten ihn erstmal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. Ja, ich mag seinen Plan nicht und ich würde sagen, dass wir halt einfach einen eigenen Plan verfolgen. Ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Edi, du bist so klug. Darunter geht's wohin? Ja, sicher so ein Wäscheschacht. Während die erste Welle loslegt, versucht das Infiltrationsteam Archangel zu überraschen. Ich erwarte mir nicht viel von den Freischaffenden. Wenn sie versagen, sind wir an der Reihe. Die leichten Mechs zuerst. Wenn das nicht reicht, schicken wir die schweren hinterher. Seien Sie bereit. Ja. Wer bist du? Führen Sie Eclipse an? Haben Sie das ganz alleine rausgefunden? Ja. Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega.
Was wollen Sie? Eigentlich gar nichts. Gute Idee. Ja. Tarek. Ich habe mit Garm gesprochen und er und seine Männer sind dabei. Sollte die Operation erfolgreich sein, könnten wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen. Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir für das Erreichen unseres nächsten Ziels nicht genügend Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass keine unserer Organisationen ohne die Unterstützung der anderen beiden gegen Aria eine Chance hat. Chara. Ja. Hat das jetzt eigentlich Erfahrung gebracht oder wahrscheinlich nicht? Wo geht's jetzt hin? Gut, dann gehen wir da lang. Über E-Zero-Schmuggel. Nein, gut. Ja, das. Wieso kommt eigentlich jetzt die Erklärung und vorhin nicht? Gut, man kann sich auch schon aufs Erste vorbereiten, ist natürlich ein kleiner Vorteil. Das. Am besten ist es meiner Meinung nach immer, wenn man sich an solchen Sachen orientiert, wie dass zum Beispiel dort sehr viel weiß ist und wo das einfach ist, ja. Aber sonst ist es eigentlich, so ist es für mich meiner Meinung nach relativ einfach. 500 Element Zero, ein paar Max, ein größerer. Aha, okay, Freund-Feind-ID umgehen. Oh. Das, so. Gut. Zielparameter neu konfiguriert. Das müsste sie ausbremsen. Perfekt. Er wird ziemlich feindselig sein, wenn Sie ihn aktivieren. Oh, das hilft jetzt bei der Archivierung. Bei der Mission meinte ich.